Hallo, willkommen bei Digma TV. Heute in einem neuen Format, das Maklertagebuch. Das Maklertagebuch bedeutet für euch, ihr begleitet mich oder einen anderen Makler ungeschnitten. Wir zeigen euch einfach alles. Heute befinden wir uns in Villigst in einer neuen Immobilie. Traumhaft, die Straße wird noch nicht verraten. Im Hintergrund habt ihr den Ausblick zum St. Viktor. Villigst gehört zu einer der besten Wohngegenden in Schwerte. Wir haben lange Gespräche mit den Eigentümern gehabt. Wir haben einen Preis zusammen mit dem Eigentümer gefunden und nach Vertragsabschluss haben wir jetzt alle Unterlagen angefordert und jetzt geht es zum Objekt rein. Damit wir ein aussagekräftiges Exposé erstellen können, werden wir jetzt von fast allen Zimmern Fotos machen und Nico wird es auch noch filmen. Ihr werdet noch Informationen erhalten über die Wohnfläche, über die Nutzfläche, über das Baujahr, über die Grundstücksgröße, damit wir ein aussagekräftiges Exposé erstellen können und in neuen Online-Portalen hochladen können und auch in den Social-Media-Kanälen. Dieses freistehende Einfamilienhaus ist leider ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir beraten gerne unsere Kunden hinsichtlich möglichen Renovierungen oder gar Sanierungen. Wir haben sehr gute Kontakte zu Handwerkern. Wir haben einen eigenen Handwerkerservice. Wir haben auch Virtual Home Staging, so dass wir den potenziellen Käufern zeigen können, wie könnte ein Raum eingerichtet aussehen. Zu dieser Immobilie liegen uns zum Glück Grundrisse vor, da einer der Erben die sorgfältig aufgearbeitet hat. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, so können wir mit unseren eigenen Bauzeichnern und auch Architekten neue Grundrisse für Sie erstellen. So, das waren jetzt erstmal reichlich Infos für euch, auch für mich. Jeden Augenblick dürfte auch noch der Schornsteinfeger kommen, damit er einen Energieausweis erstellen kann. Das ist in Deutschland Pflicht. Ohne Energieausweis dürfen wir eine Immobilie nicht anbieten und sie auch nicht verkaufen. Wir werden jetzt noch Fotos machen, das Exposé schreiben, auf die Anfragen natürlich sofort reagieren und mit den Besichtigungen starten. Weiteres erfahrt ihr in den nächsten Folgen bei Digma TV. So, jetzt haben wir jede Kante für euch gefilmt und fotografiert. Jetzt geht's zurück ins Büro. Vielen Dank, Jens, für die tollen Fotos. Wir im Innendienst werden die Fotos jetzt filtern und bearbeiten, um diese dann in das vorbereitete Exposé einzufügen. Im nächsten Schritt werden wir das Exposé an unsere vorgemerkten Kunden weiterleiten. Diese können dann entscheiden, ob die Immobilie für sie interessant ist oder nicht. Danach werden bereits Besichtigungen durchgeführt. Das Thema Besichtigung wird aber in einem nächsten Video des Maklertagebuchs näher erläutert. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Florian Kurt. Ich bin der Meister des Hauses von Diekmann Immobilien. Wie ihr seht, ich befinde mich zurzeit am Markt im Büro und renoviere die Küche. Wir bekommen eine neue Küche komplett. Wie ihr schon in meinem ersten Video erfahren habt, biete ich auch Renovierungsarbeiten an, Modernisierung jeglicher Art. Wir haben sogar einen Hausmeister-Service, den ich auch anbiete. Einfach fragen, meine Kontaktdaten sind hier. Einfach melden, ich komme vorbei. Wir drehen zurzeit ein Maklertagebuch. Dort komme ich auch drin vor und die Kamera wird mich da mal einen Tag verfolgen. Und dann könnt ihr auch mal ein bisschen in meinen Beruf reinschnuppern und sehen, was ich so alles mache bei Diekmann Immobilien. So, das war unsere erste Folge vom Maklertagebuch. In diesem Format begleiten wir unsere Mitarbeiter, damit ihr einen Einblick in unsere tägliche Arbeit bekommt. Das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Diekmann TV. Bis nächste Woche. Tschö. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert unseren Channel. Hier habt ihr noch zwei weitere Videos. Und jeden Donnerstag gibt es eine Folge neu von Diekmann TV.